Herr Reimers. Ja, hallo. Hallo. Wir sprechen über Gewalt in Deutschland und jetzt als Selbstverteidigungsexperte habe ich eine Frage. Wäre die Situation, ohne dass wir jetzt natürlich dabei waren, hätte die Situation in Berlin für den jungen Johnny möglicherweise anders ausgesehen, wenn er eine Selbstverteidigungsausbildung gehabt hätte? Sei junger. Ja. Ja. Ich bin mir da ganz sicher, dass es mit Sicherheit anders ausgegangen wäre. Auf jeden Fall durch das Training wäre auf jeden Fall auf so eine Situation besser vorbereitet worden. Hätte sie wahrscheinlich mit Sicherheit auch besser einschätzen können und dann auch dementsprechend natürlich besser reagieren können. Okay. Was sagen Sie denn zur Zivilcourage im Allgemeinen? Es wird ja einerseits vom Staat verlangt, dass Menschen Zivilcourage haben, dann haben sie eine und kriegen oft ganz fürchterliche Antwort. Ja gut, das ist natürlich das große Problem, dass viele Leute sich gar nicht mehr trauen, bei aggressiven Jugendlichen einfach einzuschreiten. Ja? Aber ich glaube, es nach wie vor sollten wir die Leute trotzdem ermutigen, dass sie sich das weiterhin trauen und dass die Bevölkerung einfach der Gewalt einfach gegenübertritt. Das finde ich sehr wichtig. Also, dass man zuerst mal sagt, stopp, hier ist meine persönliche Komfortzone übertreten. Absolut. Genau, man muss einfach dann erstmal verbal versuchen, das zu schlichten, aber man muss dann natürlich dann sehr bestimmt auftreten. Man darf natürlich dann nicht ängstlich sein, sondern bestimmt auftreten, auch Körpersprache, Gestik, ganz wichtig. Und dann glaube ich schon, dass man viele Dinge im Vorfeld schon deeskalieren kann. Kann man, also im täglichen Unterricht, was ihr in den Münchner Kampfkunstschulen täglich macht, gibt es da auch viele junge Frauen und Mädchen? Ich habe jetzt gerade die Ramona Fottner mir gegenüber und sie hat vorhin gesagt, sie ist jetzt ein bisschen ein ängstlicher Mensch. Ist das was für Menschen? Bauen die da ein anderes Selbstbewusstsein, was solche Auseinandersetzungen angeht, auf? Ja, auf jeden Fall. Gerade wir im Wing Chun Training trainieren ja gerade das richtige Auftreten, das richtige Verhalten und das Erkennen von Gefahrensituationen. Und wenn man dann eben auch das trainiert, erkennt man Situationen frühzeitig und weiß auch wirklich, was man machen muss. Also was man frechen Antwort entgegensetzt, wie man dann auch einfach die Körpersprache dementsprechend einsetzt, dass der Gegenüber einfach merkt, da steht jetzt kein Opfer vor mir, sondern das ist ein Gegner, der vor mir steht.